Tja, moin zusammen. Mein Name ist Holger Laudelei und heute mal leider wieder allein auf dem Kanal von Dennis Wittus. Und es soll heute mal um ein ganz, ganz interessantes Thema gehen. Ihr wartet schon alle sehnsüchtig auf das Video. Leider kann ich euch nicht das Video mehr so zeigen, wie ich es wollte. Die Corona-Krise hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es geht heute um ein Video aus der Reihe Balkonkraftwerke und jetzt kommt die Erweiterung mit Speicher. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Kunden hinfahren und euch das da direkt vor Ort zeigen, aber das können wir im Moment nicht mehr machen. Das ist im Moment zu kritisch, wollen wir auch nicht. Selbst Dennis und ich treffen uns im Moment nicht mehr. Also es geht heute um einen ganz, 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 ganz bösen Menschen. Es geht um einen Menschen, der Balkonkraftwerke hat, ja, und sie nicht angemeldet hat. Ja, solche Leute gibt es, unfassbar. Und es geht darum, dass dieser Mensch, ja, der jetzt schon den Strom selbst erzeugt und ihn auch selbst verbraucht und das bisschen an Überschuss dem Energieversorger noch nicht mal mehr gönnt, dieser Mensch hat auch noch einen Speicher installiert. Ja, und darum soll es heute gehen. Und wir nennen diesen Menschen, weil wir werden nicht sagen, wo das ist, wir nennen diesen Menschen mal Dr. No. Und er wird sich auch freuen, wenn er das Video sieht. Das habe ich ihm längst versprochen, dass wir das machen wollen. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt einfach mal dran. Balkonkraftwerk mit Speicher. Lange erwartetes Video. Und wie gesagt, es geht um Dr. No. Dr. No ist ein ganz böser Mensch. Der hat Balkonkraftwerke unangemeldet in Betrieb genommen und will auch das letzte bisschen noch aus den Balkonkraftwerken holen und hat einen Speicher installiert. Und wir nehmen natürlich dafür einen E3DC-Speicher, weil das bietet sich hier am ehesten an, weil wir hier den riesen Vorteil haben, dass wir beim E3DC-Speicher auch gleich das Portal mitgeliefert bekommen, um alles vernünftig kontrollieren zu können. Naja, und warum nicht angemeldet? Ja, sagte er, ich will das nicht. Ich will das nicht anmelden, das ist mein Problem. Ich werde so gut wie gar nichts einspeisen und dadurch sehe ich das auch nicht ein, warum ich das anmelden soll. Das ist für mich wie ein Verbraucher im Netz und aus meiner Sicht hat er da recht. Leute, aber was wir auf jeden Fall hier gleich zu Anfang klären wollen, bevor es losgeht mit den ganzen Kommentaren und das ganze Theater, Speicher ja, Speicher nein, betriebswirtschaftlich ja, nein. Leute, ein Balkonkraftwerk, ich habe das schon mal gesagt in einem Video, mit Speicher ist nicht betriebswirtschaftlich. Das ist nicht machbar, das ist einfach zu teuer. Ja, und trotzdem, Leute, wir bauen das wie geschnittenes Brot. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Also da ist eine Generation im Moment am Machen, die haben einfach Geld, die sagen, sie haben Geld auf dem Konto, bringt es eh nichts. Und die haben Spaß daran. Die haben einfach Spaß daran, was zu tun, was für die Energiewende zu tun, für sich selbst was zu tun und eben den Strom, den sie mit Balkonkraftwerken sehr, sehr einfach erzeugen, einfach zu speichern. Ja, wie gesagt, lohnen tut sich das nicht. Das weiß Dr. No auch, dass sich das nicht lohnt. Aber das soll uns mal egal sein. Ihr wollt wissen, wie es geht. Ich erzähle euch jetzt mal, wie es geht. Ich habe anhand einer Präsentation das mal vorbereitet. Ne? Und es soll also, wie gesagt, gehen heute um Balkonkraftwerke mit Speicher. Und zwar nehmen wir das Produkt von E3DC, Quattroporte. Wir sind noch eine andere Sache am Vorbereiten. Ja, aber dazu kommt noch mal ein Video. Das ist im Moment noch nicht so ganz entscheidend. Aber da wird noch was anderes kommen. Ne? Also wie gesagt, Balkonkraftwerk E3DC mit Speicher, das Original von Mr. Energiewende. Übrigens, alle Module, die jetzt von uns verkauft werden als Balkonkraftwerke, sind mit unserem Namen gelabelt und laufen auf einer eigenen Produktionslinie von Aleo und werden jetzt auch noch besser sortiert. Die Zellen werden besser sortiert. Also diese Module sind sehr, sehr effektiv und sehr, sehr leistungsstark. Nur das war mal am Rande, hatte ich aber in einem anderen Video schon erwähnt. So, wie sieht das jetzt grundsätzlich aus? Wir gucken uns erst einmal den Schaltplan an, also diese einpoligen Verdrahtungsplan, den die Energieversorger immer ganz gerne haben wollen, damit sie wissen, was da passiert. Nur den haben sie nicht gekriegt. Also wir haben hier unten unseren Hack. Ja, Hack nennen wir mal Hausanschlusskasten. So, und in der Regel haben wir vom Hausanschlusskasten haben wir unseren Zähler, unseren Zwei-Richtungszähler, wenn wir angemeldet haben für Bezug und Lieferung. Wenn wir nicht angemeldet haben, ist das ein ganz normaler Zähler. Es sei denn, die kommen dahinter und wechseln den Zähler von sich aus. Ich
würde das nicht anmelden. Wie machen wir das nun? Ich zeige euch das gleich mal, wie wir das live eingebaut haben, aber nur erstmal, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Normalerweise sieht das so aus, der Strom läuft hier lang und hier zu den Verbrauchern, zu Licht- und Steckdosen, zum Kühlschrank, zum E-Herd, zum Trockner oder ins E-Auto eventuell auch. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie die Balkonkraftwerksarie irgendwie zählen können. Also wir müssen, damit wir dem Speicher sagen können, wann er geladen werden soll und wann er ausspeisen soll, müssen wir ihm das sagen können und das machen wir über sogenannte Messwandler. Ja, und wir haben hier unseren Messwandler Balkonkraftwerk. In der Regel bauen die Leute, die Balkonkraftwerke im Eigenheim betreiben, bauen die auf der Garage auf oder irgendwo in der Nähe der Garage, oder vielleicht aufs Haus. Das Schöne an der Garage ist immer, und das haben wir hier auch genutzt, ist, dass eine Garage meistens einen eigenen Anschluss hat. Da geht ein 3x15 geht zur Garage und in der Garage wird in der Regel meistens nur Licht betrieben. Das heißt, diesen Balkonkraftwerkanschluss nutzen wir dann, also wir haben in der Steckdose in der Garage Balkonkraftwerke, stecken in der Regel 6 bis 12 Module. Für Speicher braucht man schon 6. Wir haben jetzt 2 Anlagen gebaut mit 4. Es geht auch, ist aber ein bisschen kritisch. Das heißt, unser Balkonkraftwerk wird in die Garage, die Steckdose gesteckt und wir nehmen jetzt das 3x15er Kabel, was zum Schaltkasten geht. Ich zeige euch das gleich, auch live. Was live nicht, wir sind ja nicht da, aber ich zeige euch ein Bild davon. Über diesen Messwandler kriegen wir jetzt mit, was die Balkonkraftwerke erzeugen und führen diese Leitung quasi in die Verteilung rein. Da kommt sie ja eh an. Dadurch brauchen wir kein Kabel ziehen von der Garage zum Zähler. Blöd ist natürlich, wenn Licht an ist in der Garage, dann wird das hier an der Stelle abgezwackt. Da geht es dann ins Licht der Garage. Das ist dann Pech. Das lässt sich nicht ändern, aber das ist so wenig Strom. Aber so brauchen wir keine neue Leitung ziehen. So könnt ihr das ganz, ganz einfach selber theoretisch machen, bis auf die Anschlüsse, die muss halt ein Elektriker machen oder einer von uns. Dann haben wir als zweiten Messwandler unseren sogenannten Wurzelmesswandler. Der sitzt in der Regel direkt nach dem Hauptzähler. Und dieser Wurzelmesswandler in Verbindung über den CAN-Bus mit dem Messwandler Balkonkraftwerk, der trifft jetzt die Entscheidung, was wir machen wollen. Haben wir an der Stelle Verbrauch, dann geht in erster Linie geht alles in diese Richtung. Haben wir hier wenig Verbrauch oder haben wir Überschuss, dann speichern wir in den E3DC Quadroporte Speicher ein. Und wir haben hier im E3DC Quadroporte, haben wir 2 Möglichkeiten, 3,3 Kilowattstunden oder 6,6 Kilowattstunden. Oder auch, ja, es gibt jetzt auch schon 3 und 6 Kilowattstunden. Das ist immer verschieden. Wir wissen auch nicht mehr so genau, was da noch von Dr. Piepenbrink an Modulen, an Speichermodulen kommt. Jedenfalls ist das in der Regel, so wie wir ihn verbaut haben, 3,3 oder 6,6 oder auch 6,5 gibt es auch noch. Sollte jetzt der Speicher an der Stelle voll sein, und kein Verbrauch sein, ja mein Gott, dann können wir es halt nicht ändern, dann geht das definitiv ins Netz. So, ich werde euch aber mal gleich zeigen, bei einer Balkonkraftwerkanlage, was da wirklich noch ins Netz geht. Und der Herr Dr. No hat, hat 6 Module, allerdings in etwas merkwürdiger Anordnung. Also das hier, das Ganze hier ist soweit klar. Ja, das ist der normale Schaltplan. So ist das in jedem Haus. Und das anzuschließen, wie gesagt, der E3DC-Speicher muss auch auf die Verteilung gelegt werden. Das ist, wäre besser, hat einen eigenen Messwandler in Onboard und sollte auch mit entsprechenden Steckdosen abgesichert sein. Ist ein einphasiges Gerät, ne? Also dieses Teil hier, der E3DC Quadroporte in der kleinen Variante ist einphasig, reicht aber völlig aus. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Bild. Also hier sehen wir, dass wir komplett 2 Module an der Fassade haben, mangels Platz. Und wir haben 4 Module mit Klappgestellen auf der Garage. Tja, so hat Dr. No das gelöst. Das ist ganz gut. Also reicht aus. Holt natürlich hier schön, im Winter holt er hier ein bisschen was rein, weil die Sonne ja tief steht, holen wir da ein bisschen was rein. Also so sieht die Sache da bei ihm aus. So, wie sieht es jetzt bei ihm im Schaltschrank aus? Erstmal, Dr. No hat einen normalen Zähler. Der sitzt in so einer Nische. Hier unten haben wir den Hausanschluss und der Zähler sitzt in so einer Nische. Irgendwann hat er sich wohl entschlossen, dass das ja ein bisschen wenig ist. Dahinter saß noch eine Verteilung und dann hat er gesagt, okay, im Keller baue ich mir jetzt eine neue Verteilung. So, und da haben wir die Verteilung
wie sie bei ihm im Keller ist. Normalerweise würde jetzt hier ein Zähler sitzen, den haben wir schon gesehen, der sitzt bei ihm davor. Wir mussten nichts großartig umbauen. Das ist der Vorteil. Leute, wenn man nicht anmeldet und keinem was da großartig von erzählt, ja, dann muss ich auch nichts umrüsten, ne? Weil, das wissen wir selber, für die kleine Anlage auch noch den Zählerschrank nach VDE 4100 oder 4101 oder 4110, ich weiß im Moment gar nicht, was gilt, umzurüsten, mein Gott, lohnt einfach nicht, ne? So, und hier sehen wir, ne, was ich euch im Schaltplan schon erklärt habe, hier sehen wir den Wurzelmesswandler. Der wird einfach zwischen dem Hauptzähler und der Verteilung gesetzt. Ja? Kommt einfach so ein Wurzelmesswandler von E3DC, der kommt dazwischen. Der wird auch mitgeliefert im Quadroporte. So, und jetzt, um messen zu können, was vom Balkonkraftwerk kommt, wie gesagt, da nehmen wir die Leitung, die komplett von der Garage kommt. Da ziehen wir das Licht ab, das ist Pech, das ist weg. Das funktioniert natürlich noch, aber das können wir natürlich nicht mit erfassen, weil es davor passiert. Dann haben wir hier den Messwandler Balkonkraftwerk. Ja? Und das ist die, den packen wir in die Leitung rein, ja, die von der Garage kommt. So, das Ganze wird mit CAN-Bus untereinander verstrippt. Dann muss ein CAN-Bus noch zum Speicher hin. Das zeige ich euch auch. Hier steht der Speicher, so sieht der Quadroporte aus. Ne, mein Gott, noch irgendwo eine Lücke findet man immer für das Ding. Und dieser hier hat 3,3 Kilowattstunden und ist auch mit den beiden Messwandlern über CAN-Bus verbunden. Das muss ein Elektriker machen, zumal die Inbetriebnahme ist nur durch uns oder durch einen zertifizierten E3DC-Mitarbeiter möglich, weil wir da einen Code mit eingeben müssen, damit wir das Gerät zum Laufen kriegen. Aber hier kann man sehr viel selber machen. Überlegt mal, was machbar wäre. Ich will jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber man könnte das alles liefern. Der Kunde macht die Balkonkraftwerke, kann er sowieso selber. Der kann ein bisschen was selbst. Der kann das Ding im Keller schleppen. Ja, der kann alles bereitlegen und irgendwann sagt er, du, ich bin so weit, kann ein Elektriker kommen. Man könnte sowas organisieren. Ja, ich weiß nicht, ob mein Vertrieb balkonkraftwerk-vertrieb.de, ob Lisa Bock auf sowas hat. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin. Aber auf jeden Fall ist das interessant. Vergesst die Betriebswirtschaftlichkeit, habe ich euch jetzt mehrfach gesagt. Das hier ist ein Must-Have. Wer Bock auf so eine Nummer hat, ist total geil. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die das mittlerweile gemacht haben, die das total geil finden. Und naja, gut, ob ich da Geld auf dem Konto liegen habe oder ob ich die Kohle hier im Keller versenke, eigentlich egal. So, gucken wir uns mal an, was denn der Vorteil ist. Ja, hatte ich ja gesagt, wir sind auf Quadroporte, wir sind auf E3DC und dann sind wir auch auf E3DC-Portal. Wir haben also ein professionelles Portal und können die Anlage entsprechend auch vernünftig kommunikativ auswerten. So, wir haben eine tagesaktuelle Anzeige. Ich habe, glaube ich, von heutigem Tag letzter Zeitstempel. Ich muss mal gucken. Ja, dann wieder zurück. Warte, habe ich falsch gedrückt. Kann ich jetzt nicht sehen, wird verdeckt gerade, ist egal. Ist aber von heute. Wir haben also hier unsere Balkonkraftwerke, die machen gerade 74 Watt. Wenn ich jetzt mal so rausgucke, ist scheiß Wetter draußen. Es lässt sich nicht ändern. Na, wir haben noch einen Rest aus der Nacht hier im Speicher drin. 255 Watt können wir noch liefern. Wir haben hier 7% Batteriestatus. Ach, jetzt ging das eben weg. Naja, jetzt kommt es wieder, ist auch wurscht. So, und das Haus hat im Moment einen Verbrauch von 333 Watt. So. Wir müssen 4 Watt aus dem Netz dazu holen. Alles gut, denke ich mal, nicht? Weil wir noch aus dem Speicher leben können. Das hier ist so ein normales Tagesaktuell. So sieht das normalerweise aus. Ist natürlich im Sommer besser. 74 Watt hört sich nicht viel an. Ist im Moment auch nicht mehr zu erwarten, nicht? Weil das Wetter ist arschlecht und wir gehen jetzt in die kalte Jahreszeit. Ihr kennt das Tal der Tränen, Dezember, Januar, Februar. Kommt eh nichts. Ne? So, aber wie sieht es denn so ein typischer Tag aus, der gut gelaufen ist? Ich weiß gar nicht, was ich da für einen Tag, bin glaube ich mal 2-3 Wochen zurückgegangen, wo es noch einigermaßen mit dem Wetter war. Man kann hier schön sehen, ja, die Nacht hat er natürlich nicht geschafft, da muss er blaues Netzbezug, da muss er aus dem Netz ziehen, da kommt er nicht drum rum. Dann kann man schön sehen, die Sonne kommt langsam hoch, also ist nicht Sommer, sieht man ja, die Sonne kommt erst sehr spät. Das Orange ist quasi direkt aus den Balkonkraftwerken gelebt. Ganz bisschen, das Grüne hier, ganz bisschen haben wir auch noch aus dem Speicher dazu geholt, ja. Und hier sieht man die Spitzen, wahrscheinlich die Mittagsspitze kochen, das Blaue, das ist dann wieder natürlich aus dem Netz gekommen. So, und gegen Abend sieht man ganz deutlich, aha, der Speicher kann uns eine kleine Spitze mit wegbügeln hier an der Stelle und kann uns so bis 23, 22, 23 Uhr, kann uns der Speicher schon den Tag retten. Ne? Man sieht also hier Direktverbrauch 2,73 Kilowattstunden aus der Batterie, 2,26 und jetzt dann an den Zahlen seht ihr schon,
wie wichtig ein Speicher wäre. Weil der Selbstverbrauch wäre eh nur 2,73 gewesen, aber 2,26 hat uns die Batterie dazu geliefert, also fast 50%. Na, und deswegen sind Speicher unverzichtbar. Da könnt ihr noch so drauf rumreiten. Ohne Speicher ist ein hoher Eigenverbrauch nicht möglich, wenn ihr denn auf hohen Eigenverbrauch steht, was unsere Bundesregierung ja irgendwie verhindern will. Wir haben einen Netzbezug von 3,17 gehabt und 7,81 Hausverbrauch für ein normales Haus, zwei Personen. Jetzt müssen wir mal eben hier schauen. Hier sehen wir die Produktion. Ja? Hier an der Stelle sehen wir die Produktion. Ja? Und hier kann man schön sehen, dass wir produktionsmäßig haben wir an der Stelle haben wir quasi das hier alles produziert direkt aus den Balkonkraftwerken und das Grüne haben wir aus dem Speicher geholt. Ja? Und das Interessante daran ist jetzt, ja, dass wir keinerlei Einspeisung sehen. Wir müssten ja irgendwas Blaues jetzt sehen, aber Einspeisung ist nicht gewesen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, hier unten, wir haben einen Direktverbrauch. Ich kann da jetzt nicht rauftippen, sonst kommt immer diese blöde Anzeige. 2,73 war Direktverbrauch, Batterie, Laden, Entladen 2,39, Netzeinspeisung 0,1 Kilowattstunden, Produktion war insgesamt 5,52. So sieht ein typischer Tag aus, wenn man Balkonkraftwerk mit E3DC Quadroporte Speicher betreibt. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie das Jahr denn so für Dr. No gelaufen ist. Wir haben die Anlage letztes Jahr schon in Betrieb genommen, war aber sehr spät im Jahr. Ich glaube, war November oder so, da lief schon sowieso nicht viel. Deswegen habe ich nur das Jahr 2020. Und das Schöne ist, wir sehen jetzt hier auch hier wieder ganz klar Netzbezug. Das Blaue hier ist Netzbezug, ja. Können wir nicht vermeiden, haben wir nun mal. Netzbezug hatten wir hier 1400 Kilowattstunden Netzbezug. Wir haben Hausverbrauch von 2500 gehabt. Ja, und jetzt auch wieder hier schön zu sehen. Direktverbrauch aus den Balkonkraftwerken, 668 Kilowattstunden. Ihr erinnert euch, die Dinger waren teilweise zwei an der Fassade, vier Stück auf dem Dach, schräg gestellt. Das ist nicht schlecht. Ja, 668. Ich weiß, ich kenne den Ort hier natürlich. Ich weiß, dass das da auch mit der Beschattung nicht so der Brüller ist an der Stelle. Also, wir haben ja eine Leistung auf dem Dach. Bei sechs Modulen haben wir 1,8 kW auf dem Dach. Ne? So. Und das ist also bei der Lage, so wie das da auch ist, ist das okay. Kommt ja noch ein bisschen was. Na, und man sieht hier schön, ich mache mal den hier weg, man sieht hier schön wieder aus der Batterie 494. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Das hier sieht man auch wieder deutlich, ohne Speicher geht es nicht, weil das Grüne, was ihr hier seht, ist aus dem Speicher gelebt. Und das Orange, was ihr hier seht, ist gelebt komplett aus dem Balkonkraftwerk. Ja? Kommen wir mal zur Produktion und dann sehen wir auch schon, was wir letztendlich eingespeist haben. Wir haben eine Einspeisung gehabt von 53 Kilowattstunden. Leute, der Zählerfehler ist, glaube ich, größer. Weil wie groß ist ein Zählerfehler? In der Regel werden eingebaut 2,5-prozentige Zähler. Das heißt, bei 4000 Kilowattstunden, 10% sind 400, 1% sind 40. Also der Zählerfehler liegt bei über 80 Kilowattstunden, bei 4000 Kilowattstunden Verbrauch. Das heißt, diese 53 Kilowattstunden sind kleiner als der Zählerfehler, wenn dann 2,5-prozentiger drin sitzt. Aber selbst wenn dann 1,5-prozentiger drin sitzt, ist da immer noch der Zählerfehler hier, also die Einspeisung kleiner als der Zählerfehler. Und hier kann man auch schön sehen, Direktverbrauch hatten wir ja schon gesagt. Batterieladen ist klar, Batterieladen 523 Kilowattstunden. Ich gehe noch mal eben zurück. Wir mal eben was gucken. So, da muss ich mal eben hier. So, dann kann man hier schön sehen, Entladen 494 Kilowattstunden. Ja, das ist leider jetzt das, was ich euch sagen muss. Na, die Verluste. 494 Kilowattstunden zu 523 Laden. Das heißt, die Differenz von 523 zu 494 sind ungefähr 30 Kilowattstunden, sind hier die Verluste. Das ist nicht ganz ohne, das ist nämlich AC-Speicherung. Also wir müssen ja zweimal wandeln, wir müssen von der Photovoltaikanlage, müssen wir auf 230 Volt, von 230 Volt gehen wir in den Speicher, von da aus wandeln wir wieder auf 48 Volt und das Ganze wieder zurück. Das heißt, wir haben etwa 30 Kilowattstunden Verlust, damit müssen wir leben. Das ist leider so bei AC-Speicherung. Bei DC-Speicherung, bei den Hauskraftwerken von E3DC ist es nicht so, da ist der Verlust maximal 3%, ganz, ganz gering. Nein. So, man sieht also schön, wir haben eine Produktion gehabt von 1244. Das ist für eine 1,8 kW-Anlage in der Lage völlig in Ordnung. Und dadurch ergibt sich hier ein
Autarkiegrad, und das finde ich bemerkenswert, ein Autarkiegrad von 42%. Leute, mit 6 Balkonkraftwerken und einem Speicher, 42%. Ja, das ist schon was. Ne? Natürlich wird man da nicht reich mit, und es gibt es ist quasi eine kleine Rendite da, aber naja, man darf auch nicht vergessen, was das kostet. Da müssen wir auch mal drüber reden. Also so ein Speicher liegt in der Regel ohne die Balkonkraftwerke mit Installation so bei 6.500 Euro. Balkonkraftwerke noch dazu, naja, wisst ihr selber, was die kosten, 690 Euro. Mit Klappgestell sogar noch teurer. Also das Dr. No hat so ungefähr, ich glaube 10.500 waren das, ja, sowas um den Dreh bezahlt, inklusive Installation. Das ist kein Spaß. Das ist völlig klar, ist mir auch klar. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass irgendeiner das macht. Wir haben das mal aus Spaß, wir hatten noch einen anderen Kunden, da haben wir das aus Spaß mal aufgebaut, um das auch alles zum Laufen zu bringen ist. Und der Kunde war auch hochglücklich, und dann haben wir da irgendwie mal, sprach sich das rum da in der Nachbarschaft, und dann kam der Nächste und der Nächste. Mittlerweile haben wir von den Dingern, ich glaube, weiß ich nicht, 15, 20 Stück schon am Laufen. Wahnsinn, unglaublich. Wie gesagt, wir sehen hier schön an der Produktion der Eigenstrom. Wir haben also 95% Eigenstromnutzung, ja? Und nur 5%, nur 5% Leute gehen ins Netz. Mein Gott, unterm Zählerfehler. Ja, wir haben, ich wollte noch mal eben was gucken. Was haben wir denn an, insgesamt an Stromverbrauch? Wir haben hier einen Stromverbrauch, ja, kann man hier schön sehen, von 2500 Kilowattstunden. Wie gesagt, Dr. No ist doch verheiratet und hat einen Hausverbrauch von 2500. Ist für einen Zwei-Personen-Haushalt in Ordnung, ist wenig, muss ich echt sagen. Hat auch kein E-Auto. Ne? Wenn ich mal Zeit habe und ich so eine Präsentation nochmal mache, dann stelle ich euch noch einen Kunden vor, der auch ein E-Auto hat und Balkonkraftwerk, allerdings ein paar mehr und einen größeren Speicher. Das möchte ich auch nochmal zeigen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Der schafft natürlich noch mehr. Da kann man sehen, dass ein großer Speicher auch was bringt. Nein, nur hier hätten wir gar nicht genügend Energie über, um noch einen größeren Speicher zu laden. Man sieht, dass das jetzt gerade so aufgeht. Ne? Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Balkonkraftwerk mit Speicher bei Dr. No. Wie gesagt, nicht angemeldet, kann ich auch keinem raten, lasst es bleiben. Mein Fazit ist, betriebswirtschaftlich ist es nicht, aber es ist auch kein Geld verbrennen, das darf man nicht vergessen. Da Geld sowieso nichts mehr wert ist und wir bei einer Zinsrate sind der jenseits der unter 1% wahrscheinlich mittlerweile, ich weiß es so gar nicht genau, macht es schon Sinn, das zu machen, ja, wenn man den Bock drauf hat. Ne? Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, ja, und ihr wisst, ein Abo bei YouTube ist nicht umsonst, aber es ist immer kostenlos. Leute, haut rein, macht's gut und tschüss.